JBL Extreme 4. Ein Lautsprecher mit KI Soundboost. Schön, dass ihr da dabei seid beim neuen Video von mir, auf das ich selbst super gespannt bin, denn heute geht es um den JBL Extreme 4 Bluetooth-Lautsprecher. Sein Vorgänger hatte kein einfaches Leben mit mir, denn der hat kräftig Kritik geerntet. Darum bin ich sehr gespannt, was hier verbessert wurde. Allerdings eine Sache wurde schon mal optimiert, und zwar ist es der Preis 349,99 Euro für eine Extreme. Ich hoffe, dass nicht nur der Preis extrem ist. Nach diesem unglaublich guten Joke würde ich vorschlagen, schauen wir uns den Lautsprecher einmal an. Ich habe ihn mir in Schwarz geholt. Es gibt den auch in anderen Farben beim Launch, aber irgendwie nicht. Darum ist es schwarz geworden. Bluetooth 5.3 ist verbaut und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit. Das ist jetzt mit einer neuen Funktion, da kann man dann noch 6 Stunden zusätzlich rausholen. IP67 wassergeschützt ist das Teil auch. Powerbank-Funktion hat er, das bedeutet, man kann sein Handy, sein Tablet, seinen Laptop, was auch immer, über den Lautsprecher aufladen und natürlich kann man mehrere miteinander verbinden. So, JBL hat, wie sie es so oft machen, wieder einen neuen Standard für die Koppelung rausgebracht. Der heißt AuraCast. Er ist abwärtskompatibel. Ja, allerdings weiß ich nicht, warum wir hier ständig neue Standards brauchen für das Verbinden von mehreren Lautsprechern. So, in der Box als allererstes natürlich ein Lautsprecher und als zweites noch eine kleine braune Box. Was haben wir hier alles drinnen? Als allererstes natürlich ein bisschen Altpapier. Als zweites, schau, schau, ein Ladegerät mit USB-C am Ende. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ansonsten natürlich einmal unser Schultergurt. Und, naja, man braucht ja fürs Ladegerät auch noch einen Stecker. Das bedeutet, das muss man noch selber zusammenbauen. Ich glaube, das kriegt jeder hin. Aus dem Ladegerät kommen sagenhafte 60 Watt raus, was eine Menge ist. Das bedeutet, der Lautsprecher lädt vollständig in 3,5 Stunden auf. Plus, es gibt auch wieder so eine Quick Charge Funktion. Das bedeutet, 10 Minuten anstecken, ungefähr 2 Stunden Musik hören. So, Unboxing Experience ist schon mal sehr gut, so wie ich es mir bei einem Premium Produkt erwarte. Und dieses Ding ist definitiv ein Premium-Lautsprecher. Okay, auf den Fotos sieht er, finde ich, nicht so gut aus, aber jetzt direkt, also ich habe ihn noch nie gesehen, gefällt mir das Design sehr, sehr gut. Plus, zusätzlich durch den Standfuß wird das Ding jetzt Gott sei Dank besser dastehen. Vorne großes JBL-Logo, hier haben wir unsere Akkustandanzeige, hier können wir den Riemen einhängen, oben noch ein paar Knöpfchen, leiser, Play, Pause, lauter, ein, aus, Bluetooth, und das ist jetzt eben der neue AuraCast, damit kann man dann mehrere Lautsprecher verbinden. Auf der Seite haben wir unsere Tieftöner mit dem riesengroßen JBL-Rufzeichen und das ist so ein weicher Gummi, dass, wenn das Ding mal zu Boden gehen sollte, es geschützt ist. So, hier haben wir gleich einmal die nächste Neuerung, hier wird natürlich drüber aufgeladen. Und das ist auch gleichzeitig der Output für die Powerbank-Funktion. Auf der Unterseite haben wir unseren Akkudeckel. Ja, Akkudeckel. Und zwei solche Gummidinger, die als Standfuß fungieren. Warum sagt der Akkudeckel? Man kann den Akku tauschen. Ja, man muss ein bisschen was tun. Also man muss hier wirklich aufschrauben. Es ist nicht einfach zum Ausklipsen. Aber der Akku ist tauschbar, was extrem cool ist. Das gute Stück hat auch eine App, die per Bluetooth verbunden wird. Das sehen wir als allererstes unseren Lautsprecher, Akkustatus, dann verschiedene Equalizer, ein paar vorprogrammierte und man kann glücklicherweise auch seinen völlig eigenen erstellen. Ich lasse ihn jetzt einmal auf JBL Signature. Dann gibt es hier eben die Möglichkeit, Playtime Boost zu aktivieren. Das ist das mit der Akkulaufzeit, dass die länger wird. Stereo-Gruppe kann man erstellen und hier drinnen kann man Software-Updates machen, zurücksetzen. Solche Dinge eben. Ich habe mir ja gedacht, dass hier auch irgendwo drinnen ist der KI Sound Boost. Also das ist jetzt das neue Feature, das irgendwie den Sound analysiert und dann den Lautsprecher darauf anpasst, optimiert. Solche Dinge eben macht sie scheinbar völlig von alleine, kann man auch nicht aktivieren
oder deaktivieren. Mikrofon ist runtergedreht. Ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Und zwar ist es der Soundcheck. Beginnen wir mal bei 50% Lautstärke. Gehen wir gleich mal zum nächsten Lied. Das hat auch richtig tiefe, satte Bässe, so 60% gleich einmal. Ja, da bewegen sie sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Oh, 80%. Schon wieder passiert. So, als nächstes probieren wir doch da. Was? Was? Aua. Meinen Rage müsst ihr noch ein bisschen warten. Ich mache noch ein, zwei Lieder. Als nächstes etwas Hip-Hop-mäßiges, auch wieder mit schönen, tiefen, satten Bässen. Ey, poppin' like I'm post to. Ja. Watch out for the people that ain't close to. Speak a little something you can toast to. I ain't tryna hear about what you won't do. Moving like I'm into. Hit the ground running like the rain do. Speak a little something that you ain't into. 100. Ganz kurz noch ein Lied, das ist für die Ohren, für manche sicherlich ein bisschen schwieriger, aber ich find's cool, deswegen machen wir das. Oh, 70%. Oi, 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 jetzt ist aber was los hier. Das aus dem Soundcheck. Ich hoffe, ich konnte ganz gut rüberbringen, warum jetzt ein kleiner Rage kommt. Aber alles nach der Reihe. Das hier ist eine JBL Extreme 4. Ein wunderschöner Lautsprecher, fühlt sich gut an, ist von einer Marke. Alles wunderbar. Aber die JBL Extreme 4 kostet 350 Euro. Was für ein Extreme extrem viel Geld ist. Denn ich bin jetzt auf der JBL Seite. Eine Partybox 110 kostet 310 Euro. Partybox 110, ich habe ein Video dazu gemacht. Dieses Ding scheppert diesen Lautsprecher 25 Mal weg. Überhaupt keine Frage. Eine Encore mit Mikrofon 287 Euro. Und die Essential gab es teilweise um 200 Euro oder 180 sogar. Und ich glaube, Listenpreis sind 250. 350 Euro. Und dann bauen die da ein Akku-Feature ein, was groß angepriesen wird. Wenn ich den aktiviere, klingt das Ding wie eine 70 Euro China-Box. Ja, sie ist lauter als die China-Box, aber der Bass ist weg, nicht vorhanden, 10% oder so, und klingt. Warum? Wozu sollte ich das machen? Wenn ich auf Musik angewiesen bin, okay, muss ich vielleicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwen da draußen gibt, der mit diesem Akku-Laufzeit-Boost da seine 24 Stunden Musik runterhört. Also ich glaube, da höre ich lieber gar keine Musik. Als nächstes das ganz klassische JBL-Problem. Das ist ein Premium-Lautsprecher. Es sollte doch möglich sein, dass ich auch von 80 bis 100%
Bass habe. Ja, er ist da, aber er geht wieder im Vergleich zu den Mitten und zu den Höhen einfach flöten. Und bei 100%, es ist ein wahnsinnig lauter Lautsprecher. Keine Frage, es gibt Limitierungen bei dieser Größe. Aber dass der Bass dann wieder so wegbricht, das ist eine einzige Enttäuschung. Beim ersten Lied, also da hat er sich sehr gut gehalten und dann wurde es eher schlechter. Also es kommt auch aufs Lied an und hier ist eine Verbesserung im Vergleich zu Extreme 3. Also da war der Bass noch viel früher weg. Also er kommt länger mit und bei 50-60% klingt er fantastisch. Also bei 50% klingt die Extreme 4 wirklich gut. Schöne klare Mitten, schöne saubere Höhen und der Bass richtig schön tief für diese Größe. Aber sobald es lauter wird, dann wird es eher eine Enttäuschung. Ja, draußen zählt Lautstärke, da kriegt man einen ordentlichen Bass eh nicht hin. Aber für 350 Euro hätte ich mir da schon erwartet, dass der Bass besser mitkommt. Würde ich ihn weiterempfehlen, für 350 Euro auf gar keinen Umständen, also da gibt es überhaupt keine Debatte. 200, 250, ja, wenn man jetzt nicht so oft mit 100% hört, weil wie gesagt, bei 50, 60, 70% klingt er wirklich fantastisch. Aber es gibt unendlich viele Alternativen da draußen. Ich habe unendlich viele Alternativen auf einem Kanal. Also man muss sich schon sehr gut überlegen, ob einem diese Größe, diese Mobilität wirklich so viel Geld wert ist. Das war's mit diesem Video. Ich mache mit dem Lautsprecher auch noch verschiedene Soundtests mit anderen Lautsprechern. Also da kommt was. Ansonsten kann ich nur sagen, falls es irgendwelche Fragen geben sollte, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.